Ah, warte, der Verhandlungspartner steht auf der Brücke und wartet. Ja. Okay, Smartphone. Du gehst raus, ich warte. Der muss doch hierher kommen eigentlich. Was ist das? Der kann doch nichts von dir verlangen. Du hast eine Geisel. Sechs Minuten noch. Du, wir können das echt schaffen. Wohin? Sind Sie die Verhandlungsperson? Bleiben Sie stehen! Sie sollen da stehen bleiben! Sie sollen da stehen bleiben! Wir haben Geisel! Hier ist Ruhe! Hier wird nicht umgeschrien! Bitte funktioniert nicht! Ja! Das ist auch gut, dass Sie der Verhandlungspartner sind! Ja? Wir möchten was zu essen haben und zu trinken! Sie hätten gern Essen und Trinken. Essen und Trinken! Fürs Erste! Fürs Erste! Danach, nee, die kommt. Ja. Niemand von uns hat was zu essen mit, wir müssen das dann erst holen. Wir haben nicht dran gedacht, was zu essen zu kaufen, weil wir nicht mit so einer Forderung gerechnet haben. Wir haben Geiseln genommen. Mein Name ist Andreas Bader. Ich bin der Führer der roten Opposition dieses Landes. Ich fordere des Weiteren die Freilassung jeglichen Rebellen, der zu Unrecht hier in diesem Staat festgehalten wird. Was genau fordern Sie jetzt? Präzisieren Sie bitte genau Ihre Forderung. Ein Heli. Ein Heli, du, ein Heli. Ich präzisiere noch einmal für Sie. Wir fordern die sofortige Freilassung jeglicher Rebellen, die zu Unrecht hier festgehalten werden. Kann ich Sie sehr schlecht hören. Darf ich näher kommen? Aber nur ein Stück. Ich bleib hinter der Geisel. Ich will einen Döner. Yo, einen Kaffee kuchen, bitte. Bleiben Sie da stehen. Sie sollen da stehen bleiben. Wir schreien, Alter. Jetzt höre ich Sie ein bisschen besser. Ich bleib hier stehen. Ich bin nur näher gekommen, damit ich Sie besser hören kann. Ich fordere die Freilassung. Ja, ich fordere die Freilassung jeglicher Rebellen, die zu Unrecht in diesem Polizeistaat freigehalten werden. Des Weiteren fordere ich freien Abzug aus dieser Staatsbank. Okay, ich fasse das zusammen. Sie fordern die Freilassung sämtlicher Rebellen und freien Abzug. Ich werde das jetzt weitergeben an meine Vorgesetzten. Und Döner. Und freien Abzug, ja. Des Weiteren benötigen wir noch einen Helikopter, um hier wegzukommen. Weitergeben an meine, Vorgesetzten. Wir brauchen einen Helikopter und jemanden, der ihn fliegen kann, damit wir hier frei wegkommen. Verstehen Sie das? Ich hab das verstanden. Positiv. Ich gebe das jetzt weiter. Mui, rumweinen jetzt. Schrei. Einverstanden? Du hast mich doch schon geschlagen. Mach. Sie haben mich ge... Mann, du sollst ruhig sein hier! Ja, gehen Sie jetzt zurück zur Brücke! Step by step! Boom. Noch 3 Minuten. Ich könnte es echt schaffen, das ist der Hammer. Ich flitze dann hinten raus, glaube ich. Janis nimmt das ganze Geld und stimmt einfach. Du bleibst schön hier, Janis. Wir ziehen gemeinsam ab. Wir ziehen gemeinsam ab. Du hast hier, ne? Boah, ich schütt an. War das eine. Oh. Mann! Aber macht Spaß. Macht mehr Spaß, als wenn das ein Rumgeballer ist. Eigentlich nur noch. Nummer. Mann, wie lange brauchen die denn? Es ist zum Kotzen, Mann! Wow! Oh, es ist gerade mit mir durchgegangen. Alter, Mann, das schreckt mich doch nicht. Ja, noch 2 Minuten, dann kann ich einfach rausrennen und direkt ins Wasser und dann einfach abtauchen. Es
Ist das unser Verhandlungspartner? Ist das unser Verhandlungspartner draußen? Bleiben Sie stehen! Sie sollen da stehen bleiben! Komm hier mal dichter! Ich weise nochmals drauf hin, dass wir Geiseln haben. Wir haben Geiseln! Ja, wir wissen, dass Sie Geiseln haben. Ich habe gerade Ihre Forderungen weitergegeben an meine Vorgesetzten und habe bereits eine Antwort. Kann ich Ihnen die jetzt bitte übermitteln? Ja, sprechen Sie! Also, soweit ich habe das nachgefragt, Freilassung ist leider servertechnisch nicht möglich. Wir können keine Leute aus dem Knast rauslassen. Das ist einfach servertechnisch einfach, das geht leider technisch nicht. Was Ihre zweite Forderung angeht mit dem freien Abzug, ist ein Heli mit Pilot für Sie unterwegs. Nein! Jawohl, ein Heli mit Pilot für mich unterwegs. Das haben wir so verstanden. Ja? Unser Essen? Genau, aber das erste ist, die erste Forderung können wir leider einfach servertechnisch nicht erfüllen, das geht halt lang. Ja, das verstehe ich. Ehrlich, da schon unser. Dann ziehen Sie sich jetzt erstmal zurück, wir müssen uns jetzt erstmal besprechen. Okay, ich ziehe mich wieder zum Anfang der Brücke zurück. Jawohl. Falls Sie was brauchen, schreiben Sie mir eine SMS, dann komme ich wieder näher. Wir schreiben eine 911-SMS. Sehr gut. 30 Sekunden, Digga, 30 Sekunden. Shit, Alter. Ja, das war lustig. Das ist lustig. So, das finde ich gut. Nur mal Spaß. Ich beobachte, also der Verhandlungspartner geht auch 10. zurück. Wie sieht unsere Hintertür aus? Sieht sauber bis jetzt aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ausgeraubt. Ach, Quatsch. Digga. Oh, Alter, Big Data. 778.000. Mann, wo bleibt unser Heli? Das kann doch nicht so schwer sein, hier den Helikopter anzubringen. Unglaublich. Was dauert das so lange? Ja, das ist hier schon irgendwo ein Helikopter. Hinten, glaube ich, ist der gelandet. Ich bin mir nicht sicher. Ey, wir haben 700 Tacken. Hat eigentlich jeder 700 Tacken? Ich glaube nicht. Nee, nur du. Nein? Du hast... Okay, ich muss überlegen, weil das 779.000. Mann, wo bleibt unser Helikopter? Wo ist der Verhandlungspartner? Immer. Soll ich dann mit in den Heli steigen oder soll ich warten? Ja, du musst natürlich mit. Mit so einer geilen Band. Hey, Verhandlungspartner, komm rüber hier! Was ist denn hier los? Dann musst du mich aber rechtzeitig frei machen. Ich weiß nicht, wie das geht, Mui. Okay. Dann müssen wir halt... Lass es den Verhandlungspartner da machen. Die sollen hier rüberkommen! Ihr Heli ist unterwegs! Beeilen Sie sich! Kommen Sie näher ran! Jan ist nach vorne kommen. Wieso? Du kommst jetzt nach vorne. Nein, der kann... So, der Heli ist unterwegs, wir können ihn aber jetzt schnell Nahrung bringen, bis der Heli... Nein, Sie bleiben erstmal da stehen! Sie bleiben genau da stehen! Genau da! Janis? Tu ich. Ja. Komm her! Höre? Haben Sie Waffen dabei? Ja, eine im Rucksack. Warum haben Sie Waffen dabei? Sie sollten unbewaffnet kommen! Dann rede ich! Legen Sie sich auf den Boden, sofort! Sie sollen sich auf den Boden legen! Jan ist vor. So ich, ey. Du holst ihn jetzt her. Er muss hier rein. Ne, ist am Arsch. Den holen wir hier rein. Janis! Mach du, ich bin hier am... Mui. Wie mache ich das? Er muss selber reinlaufen, du kannst das nicht machen. Komm reingelaufen! Los! Die soll hier reinkommen, Mann! Hinten geht auf! Oh, ja. Hallo, die haben die Geiseln getötet. Ach, ich wurde getasert, wieder mal. Okay. Ich bin auch getasert. Ich glaube, wir uns. Ja, nice one. Nicht mal reden.
Ah, das war gut. Ich sag doch, die kommen von hinten. Alles schade. Alles in Ordnung, alles wird gut hier. Good job. Und festgenommen. Yeah, nice one. Ich bin getasert, Janis. Ich auch. Ja, ich auch, ich will gar nichts mehr. Hm. Giftgas reingemacht. Tränengas. Sind Waffen nicht, okay. Warum geht die Scheiße weg? Weiß ich nicht. Rekordzeit ist 700.000. Du lebst noch, ne, Janis? Mui? Ja. Ja, nice. Kann man nichts sehen, irgendwie. Ja, nicht. Jo. Muss man escape, glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst gerade abgeführt, Janis, vor mir. Ich bin die haben Rauchgranaten reingeworfen. Ingas. Good job, Jungs. Und nice one, hat Spaß gemacht. Danke. SEK-Team. Alle da. Der Andreas Bader hier. Nehmen Sie diese Verrückten mit. Ey, guck mal, der ist noch hier ineinander. Das war dennoch lustig, ne? Oder Jungs, hat das meinen Zuschauern auch gefallen? Daumen hoch an die an das Team von, wie, wo spielen wir hier? Janis, was, wie heißt der Server? Kampfpunkt irgendwas. Kampfpunkt. Ja. Janis? Ja. Haben Sie das Geld noch im Inventar? Ja. Dann müssen wir der Muff hier rübergeben, dann wird Ihnen nichts passieren. Wenn sie kooperieren, wird die Haftstrafe kürzer. Okay. Alles, ich hab nicht mehr das Geld. Ich hab nicht mehr das Geld. Hast du sauber Bank? Ich hab das ehrlich nicht mehr. Bei mir steht 0. Irgendwer hat mir das abgenommen. Ich hab keins. Okay. Ich hab auch nichts. In Ordnung. Wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Nein. Kennen Sie Ihre Strafen? Ihre Rechte? Nein, lesen Sie mir bitte vor. Sie haben das Recht zu schweigen und jegliche Art von Aussage zu verweigern. Okay. Wenn Sie das nicht tun, jede Aussage darf gegen Sie verwendet werden. Verlangen und Anfang. Okay. Form on me. 8. Fall back. Haben Sie einen Anwalt? 3. Sie müssen uns einen Namen nennen. Der müsste mir gestellt werden. Er müsste gestellt werden. Ja. Sie kriegen sozusagen einen Pflichtverteidiger, den bestimmen wir aber. Ist okay. Okay. So, Leute. Ja, ich hab einen Anwalt! Juhu! Ich hab einen Anwalt! Juhu! Ein Ordnungsbeamter bitte in Turbo! In 2 Minuten, dann ist er da, okay? Alles klar. Okay, wir bringen sie jetzt in Saku und werden dann mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen. Okay. Anwalt. Janis! Pit, wo ist denn das Geld hin? Das weiß ich nicht. Schade, ein misslungener Banküberfall. Wieso misslungen? Ich hab's nicht. Die kommen jetzt auf Taku. Ich steck sie ins Fahrzeug. Okay. Wieso, wir haben die Bank erfolgreich ausgeraubt. Ja. Nur der Abgang ist ein bisschen schief gelaufen. Ah.
alle, die keine Bank Versicherung hatten, haben jetzt Geld verloren. Weißt du schon? Bist du bei mir drin? Weiß ich nicht, ich bin in irgendeinem Fahrzeug hier drin. Ja, ich auch. Ich auch. Hallo, wie bist du bei sich verhaftet? Ich bin eine Geisel, hallo. Ja, freuen Sie sich schon auf die Seife? Ich bin eine Geisel, Sie können mich doch nicht verhaften. Für die Geisel, mit der Geisel rede ich ja gar nicht. Geht's Ihnen denn gut? Brauchen Sie warme Decken? Einen heißen Kaffee, einen Donut? Das wäre nett. Das wäre nett. Ich möchte auch einen! Sie einen Donut, ja? Ja, ja, gerne. Ja, gerne. Donut. Wir kriegen gleich Donuts am Akku, allesamt. Jawohl! So, ich geh kurz aufs Klo eine rauchen, komm ich wieder. Ja, okay. Sag's einfach so, ich schätze. Es ist dumm. So, wir werden jetzt mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen können. Ein Moment. Okay. Okay. Wow. Ein Moment ist wie lange? Seven. Return to formation. Four. Form on me. So, hier ist der Anwalt, bestellt bekommen. Turbo Master ist der Anwalt. Guten Tag, die Herren. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ihr Recht vertreten. Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh. Ich würde dann die Polizisten einmal kurz bitten, mich mit meinem Mandanten alleine zu lassen. Oberkommissar, ist das möglich? Ja, Sie müssen ein bisschen lauter reden, ich höre Sie nicht so gut. Ist es möglich, dass ich eine Minute mit meinem Mandanten alleine bekomme? Ja, okay, wir entfernen uns. Ja, wir also Jan... Abseits. Mann. Ich bin nicht Ihr Mandant. Hallo. Wie Herr? Hallo, ich war nur die Geisel, ich muss ja auch weg. Die Geisel, achso. Ihr seid die beiden Bankräuber. Richtig. Herr Bader und Herr Janne. Jo. Also die Anklage steht, schwerer Raubüberfall und ja, Geiselnahme. Sorry. Oh, SDK hat es geschafft. Also wenn Sie kooperieren. Wenn Sie kooperieren mit dem Polizisten, wird Ihre Haftstrafe bzw. Ihre Geldstrafe geringer ausfallen, wie sehen Sie das? Wäre gut. Also sehen Sie, kooperieren Sie für schuldig und kooperieren Sie mit der Polizei? Ja. Herr Bader, Sie auch? Natürlich. Ich kann ja keine andere Chance. Was will ich machen? Und hoffe auf Strafen. Herr Wachmeister?
Happy Harry! Entschuldigung! Her Entschuldigung! Der Wachmeister hört nicht, der ist doch in der Ausbildung. So, ihr könnt dann mal dazukommen. Hinrichtung Batz. Ja, standrichtlich. Eine Kugel nur, um Munition zu sparen. Zeit. Komm, die haben aufflossen, ne? Ja. Meine beiden Mandanten erkennen ihre Schuldigkeit ein und sagen halt, dass sie schuldig sind und plädieren auf Strafminderung, indem sie wie wir jetzt vernünftig gucken. Jetzt gehen wir mal. Alles klar. Gut. Ich muss auch noch ein Versprechen einhalten, bleibt ja mal ruhig stehen. Es kommt jetzt. Wirklich. So. Der liebe Herr wird jetzt sich um ihr Wohl kümmern. Er holt jetzt Donuts, da ja auch Donuts. Jawohl! So. So, jetzt kriegt jeder von ihr einen Donut und einen Kaffee. Und bücken Sie sich bitte im Knast nicht nach der Seife. Okay. Eight, alle. Alle. Alle 700.000 kurzzeitig, Mann. Ja, Mann, Janis, du bist Bossmodus. Der Muff hat dir einen Donut gegeben. Jawohl! Und einen Kaffee! Ja, Mann! So, jetzt haben sie alle ihr... ja... Donut und ihren Kaffee bekommen. Kannst du genau. Schöne Fische. Mui, ich mach sie jetzt frei. Jo. So, falls sie sich wundern, da sie direkt in den Knast kommen, da sie auch Geiselnahme gemacht haben, steht auf dem Bußgeldkatalog. Viel Spaß in der Freiheit, Gefängnis. Danke. Gute ja. Arbeit, Jung. Haben Sie das Gefängnis? Schau, ihr Vollidiot. Fall back. Jo. Jo. Bitte nicht aussehen. Ja, Gefängnis. Juhu. Bitte, bitte. Okay. Also, Sie haben das zur Kenntnis genommen, dass Sie jetzt ins Gefängnis kommen und Sie sind damit einverstanden, mehr oder weniger, aber Sie nehmen das zur Kenntnis und Ihr Anwalt kann da leider auch nichts gegen machen. Okay, wie lange sind wir denn dann in Haftstrafe? So 10 bis 15 Jahre. Was? Ich dachte Strafmindern. Janis, okay. dürfen wir jetzt hier nicht mehr spielen, Janis? Oh. Gut. Ich verarsche uns auch nicht. 15 Jahre. Alter! So, wir werden jetzt nicht mehr stecken. Jawohl! Jawohl! Ich kann nicht Strafminderung eingehen. Ich mach das. Der eine Kopf ist in meiner FL, sagt Lumpi gerade. Was? Der eine Kopf ist in seiner FL, sagt Lumpi gerade. Eight, form on me! Ja. Okay. Viel Spaß im Gefängnis. Ich nicht. Oh, nein. Nein. Du, wir sind hier nicht allein. Ja, ich merke das schon. Hier können wir uns neu gruppieren. Welchen Gefängnis sind wir da nicht? Boah. In der Besserungsanstalt. Echt jetzt? Ja. Gibt's ja auch ein Wasser, damit ich trainieren kann? Ach, hier laufen ja wirklich welche rum, Janis. Ah, das sind NPCs. Ja. Janis, wir sind hier alleine. Hey, sie. Gibt's hier Wasser? Naja, ich bin mal weg, ne? Viel Spaß. Ja, danke, Mui, fürs Mitmachen. Ey. Du. Wo trainiert einer? Ja, viel stimmt. Ja, gut, okay, das nehme ich jetzt auch mal als Abschluss und meines Streams für heute. Erstmal vielen Dank an alle, die so lange eingeschaltet haben. Ich streame seit ca. 10 Uhr heute Morgen. Danke dafür. Nee, Horst hat das Geld nicht. Echt nicht. Danke an alle, die mitgespielt haben. Mitgeschaut haben, die mir ein paar gute Tipps gegeben haben.
Danke nochmal an das Team vom Server, na, Kampfverband Fuchs. Ja, coole Sache. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich ein Highlight rausschneiden und dann mal gucken. Auf YouTube veröffentlichen. in dem Sinne sage ich erstmal danke. Und ja. Was? Sag ich erstmal danke. Und wir hören uns die Tage. Morgen, übermorgen, keine Ahnung wann, mal sehen. Janis sagt danke. Danke. Ciao, ne? Danke an alle, die mitgespielt haben. Danke an alle, die dabei waren. Und vergesst den Follow unter mir links nicht. Damit wir bald auf die 700 kommen. Rally up. Danke. In dem Sinne, bis die Tage. Ciao. So, Janis, ich mach Stream aus. Nein. Doch.